Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch kleine Geschenkanhänger basteln. So schauen die aus. Wenn ihr was verschenkt, könnt ihr die da dran machen. Und zwar habe ich mir dafür das DSP von den Inkeller-Farben 2018 bis 2020, das habe ich mir geflochten, ausgeschnitten und dann so ein kleines Kärtchen davon gemacht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Was ihr dafür braucht, ist nicht viel. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück Farbkarton in der Größe 12x6, ein kleines Stückchen Flüsterweiß in 5x5. Dann habe ich mir aus den Framelits Stickmuster das kleinste Oval ausgestanzt und das geflochtene DSP. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt gleich als erstes. Im Übrigen findet ihr alle Maßangaben auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Da findet ihr auch alle anderen Videos von mir. So, wir fangen mal an. Und das lege ich mal eben an die Seite. Und zwar um so etwas zu flechten, braucht ihr Papierstreifen. Und zwar wird das DSP ja in der Größe 15,2 x 15,2 geliefert. Und ich habe jetzt aus meinen Reststücken, wo immer sehr viel anfällt, wenn man viel bastelt, hat man auch viel Restpappe, habe ich mir jetzt 10 Streifen, jeweils 1 cm breit und dann in der Länge von 15,2 zugeschnitten. Und damit flechten wir uns jetzt so ein kleines Viereck. Dazu, ich habe jetzt einfach bunte genommen, dazu legt ihr euch die ersten 5 Streifen, mal eben schauen, dass das auch einzelne sind, jawohl, legt ihr euch nebeneinander. Nummer 4, dann nehmen wir noch ein. Die fixiere ich mir jetzt einfach mit so einem Stück Kreppband. Einfach oben an der Kante ein bisschen fixieren. Dann nehme ich mir die anderen Streifen und dann fange ich an zu flechten. Und zwar fangt ihr so an, dass der Streifen jetzt unter den ersten, über den zweiten, dann wieder unter den dritten, über den vierten und wieder unter den fünften. Dann schiebt ihr euch den bis hier oben hin. Dann nehmt ihr den nächsten. Da fangt ihr dann jetzt genau andersrum an. Also über dem roten, unter dem grünen, über dem orangenen, unter dem roten und wieder über dem orangenen. Schiebt euch das hoch. Dann nehmt ihr euch den nächsten, da macht ihr es dann wieder unter den roten, über den grünen, unter den orangenen, über den roten und wieder unter den orangenen. Wieder hochschieben. Dann den nächsten. Da ist es dann wieder andersrum. Drunter, drüber. Nein. Drüber, drunter, drüber, drunter und wieder drüber. Dann nehmen wir noch den letzten. Also dies sind jetzt 10 Streifen. Wenn ihr natürlich mehr nehmt, wird das Ganze auch größer. So, jetzt muss ich selber drunter, drüber, drunter, drüber und wieder drunter.
So, und so habt ihr dann diese Fläche fertig. Jetzt geht ihr einfach hin und verklebt das hier an den Seiten. Das reicht, dann löst ihr das Ganze ab. Schneidet euch dann mit der Schere die überschüssigen Streifen, schneidet ihr dann hier ab. Ich mache das jetzt mal grob. Ich habe es jetzt natürlich nicht geklebt, deshalb rutscht das natürlich noch. So, das schneidet ihr dann bündig ab, das macht ihr rundherum und dann bekommt ihr daraus so ein kleines geflechtetes Stück. Das räume ich mal weg. Dann brauchen wir für den Geschenkanhänger das Stück Farbkarton. Das falzen wir jetzt einmal bei 6 cm an der langen Seite bei 6 cm. Das war's schon, dann kann das schon wieder weg. Das falzen wir uns einmal nach. Dann nehmen wir uns das Stück Flüsterweiß. Wenn der Tombow denn möchte, kleben wir das jetzt von innen rein. Da könnt ihr dann noch einen Gruß hinterlassen oder reinschreiben, von wem es kommt, für wen es ist. Das habe ich jetzt 5x5 geschnitten. Das könntet ihr aber auch 5,5x5,5. Dann ist der Abstand nicht ganz so groß am Rand. So wie ihr das mögt. So, dann machen wir das wieder zu. Dann kleben wir uns das geflochtene Stück. Kleben wir uns vorne drauf. Da habe ich jetzt keine extra Mattung drunter gemacht. Ich finde das so ganz schön. So, dann haben wir das. Dann stempeln wir uns jetzt noch aus dem Set Bannerweise Grüße. Da habe ich das Glückwunsch rausgenommen. Das stempel ich mir jetzt in Memento auf. Gestempelt. So, dann nehme ich mir jetzt mein Lochwerkzeug, ne, und mache mir hier so eine kleine Markierung hin. Dann nehme ich noch mal meinen guten alten Locher und mache mir da ein Loch rein. Geht natürlich ein bisschen schwer bei den ganzen Lagen jetzt. Aber auch das schafft der Locher noch. So, dann haben wir hier schon ein Loch fürs Band. Dann kleben wir uns das Schild jetzt mit Dimensionals auf. Das kleben wir uns da schön mittig oben drauf. Ich habe jetzt Glückwunsch genommen. Ihr könnt da natürlich auch was anderes nehmen. Dann nehmen wir uns noch ein paar Perlen. Ich liebe diese Perlen. Ich mag schon gar nicht mehr ohne arbeiten. Ich lege hier nochmal das Muster hin. Da habe ich jetzt goldene genommen. Ach, nehmen wir hier auch goldene. Da noch eine hin. Und hier noch eine. Dann machen wir uns dann noch ein Bändchen durch. Da nehme ich das feine Geschenkband. Da schneide ich mir jetzt einfach so Pi mal Auge
ein Stückchen ab. Das falte ich dann einmal zur Hälfte. Stecke das hier durch. Fädel mir die beiden Enden hier oben durch. Ziehe das fest. Und das lasse ich jetzt mal so lang. Damit könnt ihr das dann ans Geschenk binden. Je nachdem, was ihr verschenkt. So, das war's schon. Und somit sind die schon fertig. Was ihr auch machen könnt, dafür braucht ihr dann ein paar mehr Streifen. Ihr könnt dann natürlich auch eine Karte mitgestalten. Dieses waren jetzt 10 mal 10 Streifen, also 20 insgesamt, 10 hochkant und 10 waagerecht. Dann kann man das als Karte gestalten. Diesen Spruch, den habe ich aus dem Set Wunderbare Vasen. Ich wünsche dir einen bunten Tag voller Freude. Und zwar habe ich mir den einfach auf den Stempelblock gezogen und dann mit den verschiedenen Farben habe ich mir den Stempel mit dem Fingerschwämmchen eingefärbt, abgestempelt. Und so, finde ich, passt das dann. Ich wünsche dir einen bunten Tag voller Freude. Das passt, finde ich, dann ganz gut. Hier habe ich es jetzt kunterbunt gemacht, hier in zweifarbig. So wie ihr das mögt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Über ein Abo, Daumen nach oben, freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!